Jawohl, es beginnt, es fängt an zu regnen. Aber wir müssen noch die letzten Sachen hier rüber schleppen. Alter. Oha. Blitz direkt hier eingeschlagen. Junge, Junge, Junge. Alter. Ja. Das Haus hat Blitzableiter, ne? Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ey, geht ja wohl gar nicht. Ich wäre dafür, dass wir uns vielleicht unterm Gebäude hier verstecken. Ja. Ja, weil dieser Baum hier vorne, wo unser Tarp steht, der ist relativ hoch. Also gut, der ist höher. Aber wenn das hier so eingeschlagen ist, wer weiß. Geh mal sicherheitshalber unterm Gebäude. Weil hier ist so ein, ja genau, so ein möchtegern Unterstand. So, der Starkregen ist eingetroffen. Und wir haben uns hier hinter versteckt. Weil natürlich ist der Wind genau hier gegengekommen, also da, wo wir gestanden haben. Das war voll scheiße gewesen. Wir sind hierher geflüchtet und haben ein paar Tropfen abbekommen. Und ein paar Blitze kommen auch noch hinterher. Warum stirbt das hier so? Das war scheiße. Der Regen muss weg. Ja, beziehungsweise Gewitter. Der Regen muss weg. Ja, ist klar, das wird noch härter. Ja, so langsam kommt weniger. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das hat auch nicht lange gedauert, bis das weniger wurde. Aber prüft, ob das gleich schon wieder so richtig stark runtergeht. Ja, der ganze Regen hier vorne. So, der Regen ist weg. Und der ganze Gras, der ist hier total nass. Das macht meine Füße nass und so. Und genau das hier habe ich vor diesem Gewitter geschützt. Ja, das ist hier ein bisschen Feuchtigkeit ist reingegangen, aber ich glaube, sonst ist alles trocken. Also sieht alles sehr trocken aus. Nur hier vorne ist ein bisschen nass. Und irgendwo da ganz hinten sollte es irgendwie eingeschlagen haben. Also genau hier vorne. Vielleicht finden wir gleich die Stelle, wo das eingeschlagen hat. Das hat sich auf jeden Fall sehr direkt hier ganz vorne angehört. Ah, scheiße. Da ist doch Wasser reingeflossen, also das schwimmt da drin. Jetzt sind die Schlafsäcke ein bisschen befeuchtet. Genauso wie die Luftmatratze. An der Schule lernt man richtiges Zähneputzen. Guck mal, an diesem Baum, da fehlt die Baumspitze. Ich glaube, dass da dieser Blitz eingeschlagen hat. Also das könnte gut sein, dass das dieser Baum gewesen war. Weil dieser Baum, der ist genau neben unser Lager. Unser Lager ist genau hier hinterm Zaun gewesen. Also wir sind jetzt gerade am Abbauen. Und genau, so genau diese Richtung ist er eingeschlagen. Ich zoome einmal kurz ran, damit ihr das besser sehen könnt. Jawohl, da vorne, da fehlt was. Da ist die Baumkrone, hier die Baumspitze, die fehlt. Da ist es wahrscheinlich eingeschlagen. Das war voll cool gewesen. Das war ein lautes Geräusch, was so von Himmel kommt und das da beschädigt hat, genau. Und wir haben die ganze Zeit da rumgechillt, weil wir warten die ganze Zeit, bis der Dönerladen offen hat, der gestern geschlossen war. Der hat heute erst um 15.30 Uhr offen. Und in der nächsten Stunde ist 15.30 Uhr, deswegen packen wir ein und laufen jetzt dahin. Ich muss Akkus laden und Döner essen und die Toilette voll scheißen. Ich bin ein Kieselsteinkopf, weil mein Gehirn genauso klein wie so ein Kieselstein ist. Ich bin ein Kieselsteinkopf. So, wir sind jetzt schon wieder in Soltau angekommen, beziehungsweise wir sind die ganze Zeit in Soltau, aber dieser Schild ist erst hier anstatt da hinten, wo die Schule ist. Genau. Also diese Ortschaft, wo wir gestern schon durchgelaufen sind und wo der Döner geschlossen hatte. Und wir jetzt deswegen schon wieder in die Ortschaft reingehen und den Döner zu essen. Jawohl, wir haben den Döner erreicht. Jetzt werden wir hier Döner essen und ich werde die Toilette zuscheißen. Und wir werden Döner essen und Akkus aufladen. Und wir werden Döner essen. So, ich habe gerade die Toilette zugeschissen.
Und jetzt, damit ich neuen Stuff fürs nächste Mal habe, werde ich jetzt diesen Döner hier genießen. Das ist ein sehr guter Döner. Den kann ich empfehlen. Und da hast du dir was bei uns? Lamukan heißt das, glaube ich. Das ist eine Rolle mit Hackfleisch und mit Dönerfleisch und Salat und Feta-Käse. So, wir haben den Dönermann aufgegessen und jetzt laufen wir nach Richtung da drüben lang, zu Heidschnuckenweg. Der ist da hinten beim Park irgendwo. Genau, der führt da weiter. Das wird gleich so richtig geil sein, dir wieder zu laufen. Jawohl, wir haben das Haar wieder gefunden. Haar steht für Hirnhautentzündung. Haar steht für Hirnhautentzündung. Guck mal, hier vorne ist ein Fluss. Prüfen, ob wir gleich von Mücken zerstochen werden, wenn wir hier weitergehen. Das Wandern ist des Müllers Lust. Guck mal, wir sind nicht viel gelaufen. Wir haben gerade gestartet zu laufen und wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Und hier ist die Wetter-App und wir haben jetzt 18.25 Uhr. Und wenn ich hier gucke, genau, da drüben kommt Gewitter. Ja, genau. Hier 18.35 Uhr, also in 10 Minuten fängt das an, dass der Gewitter uns erreicht. Das ist voll scheiße. Und da hinten grummelt es schon so toll. Also man hört da voll viel Donner und Blitze und sowas. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir werden hier in der Schutzhütte bleiben und pausieren, bis der Gewitter dann irgendwann weggeht. So, der Gewitter beginnt. Es kommt Wind. Also der Wind zieht hier auf und bläst uns auf den Kopf drauf. Und genauso wie diese ganzen Blitze und Blitze und Donner, die kommen auch langsam immer näher dran. Und dieser Regen, es kommt bestimmt gleich wieder stark Regen, da bin ich mir ganz sicher. Jawohl, es kommt immer näher und näher. Und dieser Starkregen, der wird auch immer stärker. Der wird gleich so richtig stark sein. Da bin ich mir fest von überzeugt drauf. Das wird gleich, genau. Das wird gleich. Das muss mehr rumsen. Jetzt muss noch viel mehr rumsen. So, der Gewitter ist weg. Das ist sehr gut. Es tropft nur ein bisschen von den Bäumen. Also das, was auf den Bäumen drauf ist, das wird auf unser Kopf drauf tropfen. Deswegen habe ich jetzt diese Lampe als Schutzschild dran gemacht. Ansonsten müssen wir zickzack laufen. Und wir packen die Sachen aber zusammen. Weil wir haben da noch so ein bisschen was rausgeholt, um hier ein bisschen zu chillen. Und hier, also wir haben eine ganze Stunde hier in dieser Schutzhütte hier gechillt, wegen dem Gewitter und Starkregen. Aber genau, jetzt ist es vorbei und wir laufen jetzt da richtig da drüben lang. Das wird gleich so richtig geil sein. Und das dauert nicht mehr lange, bis Dunkle kommt. Das ist voll scheiße. So, wir sind losgelaufen und dieser ganze Gewitter mit dem Starkregen hat dieser ganze Weg hier nass gemacht. Das ist ein Weg mit erhöhter Schwierigkeit wegen diesem dreckigen Gewitter, der hier Donner und Sturm und Starkregen gemacht hat. Guck mal, da ganz hinten, da ist Sonnenuntergang. Gleich kommt richtig Dunkle und der Weg ist voll scheiße mit dem ganzen Sand und so weiter. Das sickert hier meine Reifen immer wieder ein. Ich bin am Mickey-Maus-Gesicht. Weil ich habe eine Kapuze an. Guck mal, jetzt laufen wir hier durch diesen dunklen Wald durch, wo vielleicht Wildschweine und Wölfe hier vorbeilaufen. Genau. Das wird jetzt so richtig geil sein. Und guck mal, hier vorne, das ist ein Fischteich, also das hier vorne. Ich glaube, in der Kamera erkennt man das nicht. Aber genau, hier vorne, das alles, was hier glänzt, das ist ein Fischteich. Wo genau diese Viecher hier vorne rumschwimmen. Und hier vorne ist eine Vollfettspinne. Also diese verfettigte Vollfettspinne, die sieht so aus wie diese schwarze Spinne, den ich bei dir gesehen habe, der hier hochgekrabbelt ist und den ich dann so gemacht habe. Genau, verscheucht habe.
Ja, die hängt hier genau hier dran. Die ist voll fett. Sieht einerseits aus wie so eine schwarze Witwe, aber ich glaube, das ist eher eine Kreuzspinne. Guck mal, hier sind überall diese Fischteiche. Aber überall, das kann ich euch nicht zeigen, aber das nebelt uns weg. Hier steigt die ganze Zeit Nebel auf. Das ist voll nebelig hier. Geil. Es fängt an zu vernebeln. Guck mal, hier vorne sind Gleisschienen. Das heißt, wir führen gerade eine legale Gleisüberschreitung durch. Wir laufen gerade durch Drogenheide durch. H steht für Hirnhautentzündung. 1,3 Kilometer, da kommt eine Schutzhütte, eine unbestätigte Schutzhütte. Prüft, ob diese Schutzhütte existiert oder Unterstadt oder so. Genau, wir laufen da lang und dann pennen wir dort, falls die existieren sollte. So, hier fahren nervige Züge lang und die Navigation hat gesagt, dass das hier diese Schutzhütte sei. Das ist voll scheiße, weil hier kann man scheiße drauf pennen und die ganzen Züge würden uns nerven. Das heißt, wir werden uns auf der Suche machen nach einer anderen Schutzhütte. Ich glaube, nach diese Richtung irgendwie so 750 Meter oder so, sollte auch eine sein. Genau, deswegen laufen wir jetzt dahin. Das heißt, wir müssen, mein Licht blendet, wir müssen noch weiterlaufen, genau. Mein Gesicht ist weiß. Und wisst ihr auch warum? Weil die App uns in eine Bushaltestelle hingeführt hat. Jetzt suchen wir eine Alternative. Das riecht nach Stealth Camping oder wie das heißt. So, wir sind jetzt gerade hinter so einem Schützenhaus. Schützenvereinshaus. Und genau hier werden wir uns schlafen legen. Hier werde ich jetzt gerade unseren Tarp aufbauen. Und genau hier werden wir heute pennen. Weil wir wie heißt das Ding? Schutzhütte. Genau, eine Schutzhütte gefunden, so um den Dreh. Wir haben aufgebaut. So, jetzt wird eine heiße Tasse gemacht. Die Suppe ist fertig. Da ist sogar ein Natururin-N dran. Genau, deswegen ist die Suppe fertig. Die urinfarbige Suppe. Guck mal, eine Eule belästigt uns. Ich glaube auch, dass das noch. Hörst du das? Die sind cool, diese Viecher. Das sind Greifvögel, die haben ganz. Die haben so eine voll Fettkrallen und genau. Die sind voll heftige Biester. Hört sich krass an, ne? Ja, die zerstören Säugetiere und essen das irgendwie. Diese Eule ist irgendwo da drüben. Oh Gott, die hört sich so klicklich an. Na gut, aber jetzt unser Abendessen ist fertig. Ja. Das werden wir jetzt in uns reinmachen. Mit der Belästigung der Eule. Guck mal, hier vorne ist diese urinfarbige Suppe drin. Das ist voll cool, Abendessen. Guten Morgen, wir haben hier gepennt. Und also hier hinter diesem Gebäude. Und das hier vorne, das ist dieser Vereinshaus. Und hier ist jetzt schon Betrieb die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen ganz still in Ruhe einpacken und so richtig unauffällig hier verschwinden. Die Nacht war feucht und kühl. Hier vorne, für eine Luftfeuchtigkeit, hat sich sogar eine Pfütze gebildet. Diese Pfütze, die ist voll scheiße. Wir werden heute etwas früher loslaufen. Guck mal, hört euch mal diesen Zug hier vorne an.
Diese Zuggeräusche haben uns die Nacht über belästigt. Und hier, wir haben heute Morgen ein paar Vereinsmitglieder gehört. Die standen einerseits hier hinter dieser Forke oder dieser Tür. Genau, die haben da geredet und gequatscht und heute rumgelaufen. Und die waren. Ja, genau, die waren auch irgendwie hier vorne gewesen. Also nicht mehr viel, es hat nicht mehr viel gefehlt und die hätten uns dann hier direkt entdeckt. So, und wenn das hier zusammengepackt ist, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Ob wir das schaffen, komplett heimlich durch den ganzen Hof durchzulaufen, durch den Ausgang durch, genau. Oder ob wir gleich erwischt werden. Ich bin sehr gespannt drauf. Super, die Spannung steigt. Erfolgreich runtergeschafft. Jawohl. Oh, da kommt ein Fußgänger. Stealth Camping erfolgreich gemeistert. Ja. Das ist sehr gut. Schnell weg hier. Ich bin die letzte Versüfftheit. Weil weiß ich auch nicht. Warum? Guck mal, das hier, das ist ein Möbelfundbüro. Und ich meine mich zu erinnern mit meinen allerletzten Gehirnzellen, die vielleicht noch nicht zu 100% weggeätzt sind. Dass ich da meinen allerersten Kleiderschrank gekauft habe, bei meiner ersten eigenen Wohnung. Ich weiß genau, dass der 60 Euro gekostet hat. Und der hat sogar Spiegel dran gehabt. Das war ein richtig geiler Kleiderschrank. Den habe ich davon gekauft. Oder ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Aber auf jeden Fall habe ich da den Kleiderschrank gekauft. Guck mal, wir haben hier einen Campingplatz gefunden. Der ist da hinten. Und wir möchten irgendwie einen Koffein oder sowas holen. Weil, guck mal, ich habe heute kein Koffein gekocht, weil wir wollten so schnell wie möglich verschwinden. Guter, aber teurer Kaffee. So, wir haben diesen Koffein ausgetrunken und gleich werde ich dir Wumbo zeigen. Ja. Der Stark und Fett. Das ist ein Ver- und Entsorgungsstation. Das heißt, hier wird Scheiße reingeschmissen von den Campingfahrzeugen. Genau, das wird da reingeschmissen. Das wollte ich euch unbedingt gezeigt haben. Das ist richtig faszinierend geil. So, wir sind jetzt an diesem Halsschnuckenweg wieder dran. Und wir folgen den bis nach Bisping. Und gleich laufen wir an Heidepark vorbei. Ich möchte dir Wumbo zeigen. Okay. Das hier vorne, das ist Wumbo. Zoom mal einmal ran. Genau, das ist Wumbo. Wumbo ist stark und fett. Ich habe dir Wumbo vorgestellt. Ja, sehr schön. Der steht direkt vorm Heidepark. Und der ist immer noch stark und fett. Ist er. Der hat bestimmt schon ganz viel Sachen in seinem Leben gefressen. Sehr gut möglich, ja. Und zu wenig ausgeschissen. Ich weiß noch ganz genau, als wir vor 2 Jahren den Halsschnuckenweg vorwärts gelaufen sind, dann hat Nico seine verschimmelten Füße da reingelegt. Also die mit den ganzen Blasen und so, um die da drin zu kühlen, in diesem Wasser, in diesem Froschteich. Und die Frösche haben es überlebt. Ich habe gerade einen Frosch gesehen. Viele Grüße an It's Nico. Wir müssen wieder eine Vollfettwanderung machen. Das hier, das ist der Heidepark Vordereingang. Da kann man reingehen und genau Heidepark von innen betrachten. Wir sollen auf jeden Fall auch mal in den Heidepark reingehen. Ich habe voll Bock,
hier diese ganzen Fahrzeuge, genau, wie heißen die Dinger nochmal? Die nee, diese Achterbahn. Mit den Schienen, genau. Achterbahn. Die Dinger, die sind richtig geil. Die, da habe ich wieder Bock drüber zu fahren, über die Schienen. Also diese Gerätschaften und andere Gerätschaften auch. Also Karussells und sowas. Ich möchte gerne meinen Kopf umkreisen. Guck mal, hier vorne fahren urinfarbige, gechillte Fahrzeuge durch. Also die ganz entspannten. Genau, und vor den Fahrzeugen, die entspannt sind und urinfarbig und andere Farben haben, werden wir hier auf dieser Bank was zu essen kochen. Also Mittagessen. Weil das Fleisch muss weg, das muss in uns rein, bevor da dann Pilze dran wachsen. Ja. Oh Scheiße, die Nudeln laufen über. Also das Wasser, glaube ich, genau. Währenddessen jetzt das hier kocht, werde ich jetzt diesen Kürbiskernöl per Trichter in meine leere Ölbehälter reinfüllen, damit ich diese Flasche, die schwerer ist, wegschmeißen kann. Genau, das mache ich jetzt. Es hat noch nicht mal eine Flasche voll bekommen, also diese Plastikbehälter. Aber egal, wenigstens ich kann dieses Glas, also von Kürbiskernöl, wegschmeißen, damit ich ein bisschen Gewicht sparen kann. Das sieht so richtig dunkel aus. Mit der Ölflasche. Oh Scheiße, die Gasflasche ist alle. Wir können das Essen nicht weiter braten. Hast du keine mehr? Außer wenn ich jetzt eine neue Gasflasche dran machen tue. Solltest du vielleicht. Ich habe noch zwei Stück, die voll sind. Solltest du vielleicht machen beim Hähnchenfleisch. Ja. Wäre wichtig, dass das durchgegart ist. Das muss so richtig durchgegart sein. Genauso wie mein Gehirn. So ungefähr, ja. So, ich habe gerade meine neue Gaskartusche dran geschlossen. Jawohl, jetzt wird es weiter gebraten. Bis das durch ist, bis das genauso durch ist wie mein Kopf. Jawohl. Das wird richtig gar gebraten. So, Essen ist fertig. Guten Appetit. Guten Appetit. Geil. Kross angebraten. Das ist wieder ein Mittagessen mit voll cool Geschmack. So, wir wurden gerade von so einer Security rausgeschickt. Aus dem Heidepark rausgeworfen. War noch nicht mal im Heidepark. Ja, genau, auf dem Parkplatz. Oder kurz davor, also wo der Gelände ist. Und jetzt müssen wir genau hier essen. Also auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und wir dürfen noch nicht mal durch den Parkplatz durchlaufen, um den Heidschnuckenweg weiter zu gehen, genau. Weil der Heidschnuckenweg, da führt ja genau durch den Parkplatz durch. Genau. Ach, der junge Mann wohl nicht ganz so verstanden. Ja, und deswegen essen wir in Ruhe hier nochmal auf und dann laufen wir durch den Parkplatz durch. Ja. Und wenn er uns anspricht, ja, dann hat er Pech gehabt. Der kann uns gerne bis zum Parkplatzende begleiten. Aber wir müssen da durch. So, weil wir wegen diesem Pinsel. Ja, ist so. So ein Pinsel. Ich kann mich so aufregen über solche Menschen, Alter. Ehrlich. Unsere letzten. Wie heißt die? Pappteller. Genau, Pappteller weggeschmissen haben. Oder ich weiß gar nicht, ob ich noch Pappteller habe, aber auf jeden Fall nicht mehr viele. Und die sind total versifft. Müssen wir aus einem Topf essen. Wie zwei Schweine aus dem Trog, Alter. Wie so ein Schwein gehen. Dann können wir heute, kann ich heute Nacht noch mehr Wildschweingeräusche machen. Ja. So, wir haben hier an dieser nervigen Landstraße gerade aufgegessen und die ganzen Sachen hier zusammengepackt. Genauso wie das ganze Geschirr gewaschen. Und jetzt
versuchen wir durch einen Parkplatz zu laufen. Und dann mal gucken, ob wir dann schon wieder rausgeschmissen werden. Wofür es ja keinen Grund gibt. Wir haben ja keinen Platzverweis bekommen. Ja. Genau, deswegen laufen wir quer durch den Parkplatz durch, weil da dieser Heizschnuckenweg durchgeht. Und am Ende des Parkplatzes, da führt der Heizschnuckenweg weiter. Und wenn wir nicht durchkommen, dann müssen wir so einen Umweg machen und können so einen Teil des Heizschnuckenwegs gar nicht laufen. Also wir müssen da durch. Unbedingt. So ein Pinsel. So, wir laufen erst durch den Heidepark Parkplatz durch. Und irgendwo soll der Wegweiser sein. Genau da drüben, wo dieser Gebäude ist, also am anderen Ende vom Parkplatz, da wäre eigentlich dieser Heizschnuckenweg, Wegweiser, genau. Aber nur wegen diesen Security laufen wir genau hinten rum. Also hier an dieser Stelle vom Parkplatz. Ich glaube, da drüben sollte der Wegweiser uns kreuzen. Genau. Jawohl, wir haben den Wegweiser wieder gefunden. Genau, der hätte jetzt die ganze Zeit hier vorne beim Parkplatz durchgeführt. Und genau nebenan, wo wir gegessen haben, auch direkt hinter uns war der Weg. Da führt uns genau die... Genau im Vorderausgang. Ja, aber der Pinsel nicht so ganz verstanden, nein. Kennt ihr heideparkische Knospen? Ja, genau, das sind heideparkische Knospen, die sind so fett. Die sind gut gegen Lungenkrankheiten. So, wir sind gerade von diesem Heidepark-Parkplatz raus. Und ich kann euch zwar verstehen, wenn wir am Kochen sind und Security sagt, wir sollen raus. Das kann ich verstehen, aber ich kann das nicht verstehen, warum der uns verboten hat, durch den Parkplatz durchzulaufen, damit wir diesen Weg hier folgen können, dass wir den weitermachen können. Das wäre auch vollkommen okay gewesen, wenn er mit uns mitgefahren wäre, um das zu kontrollieren oder so, damit wir da durchlaufen können. Nein, wir mussten das heimlich machen. Das wäre voll scheiße gewesen. Ich mag diesen Security nicht. Aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg und jetzt geht's weiter. Das ist richtig geil. So, ich werde jetzt das letzte Bier, was ich noch da habe, öffnen. Und bis morgen gibt es keine Einkaufsläden. Das heißt, das ist der letzte Bier für heute. Geprost! Oh, guck mal, ich habe hier Blaubeeren gefunden. Hier sind ganz viele davon. Ich werde alle essen. Davon habe ich mich ganz viel ernährt, als ich diesen 7 vs. Wild 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände gemacht habe. Aber das war nicht meine Hauptnahrungsquelle. Das hier vorne ist ein richtig schöner, stiller Kiefernwald, wo man nichts anderes außer Wald hört und ihre Geräusche. Und das hier vorne, das ist ein Grasenlandschaft, wo Grasen und sowas rumwachsen. Hier geht's zu Teil 6, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht's zu einem Video, wo ich bei heftigen Gewitter und Starkregen ganz alleine im tiefsten Wald geschlafen habe und total hilflos war. Bitte anschauen!